Ja, viele denken ja, Fernsehansager, lauer Job. Der sitzt den ganzen Tag auf der Terrasse, lässt es sich gut gehen, genießt die Sonne, trinkt mal einen Schluck. Aber es ist knallharte Arbeit für die anderen. Um 10 Uhr Konferenz. Ja, den Videoblog macht sie jetzt schon länger, aber der ist immer sehr unsporadisch. Also er hat der Commerzbank eine Finanzspritze gegeben, hat dafür 25%, glaube ich, bekommen an der Commerzbank. Das ist eben Ute Ohofen, das sind bei uns keine ernstzunehmenden gesellschaftlichen Kräfte. Ja, kannst du das auch eher ausrufen, dass man das dafür, dass das der was redet? Also der Dreh mit dem zweitschnellsten Vorschusslorbeeren nach Obama wäre natürlich ein ganz schöner, also zu sagen. Ja, also Mittag sollte eigentlich so grob klar sein, was wir in der Show drin haben. Die hergelaufene Aktualität kann sich auch mal ein bisschen nach uns richten. Dafür sind wir Journalisten. Und dann gibt es so eine Zeit, wo die Autorinnen und Autoren, wo die Filmeautoren in die Schneideräume gehen und das Archivmaterial besorgen, die Textautoren eben ihre Texte produzieren, recherchieren, schreiben und natürlich auch die Grafik beschickt wird mit dem Wunsch, diesmal eine total originelle Grafik zu machen. Folgendes, bei dem Gebrüder Kauser wird. Ja. Pass auf. Die Lunte zündet, aber nur Siegfried fliegt. Also eine Hälfte des Bildes fliegt weg. Dann machen wir so einen Zack. Ja, also der fliegt weg. Ja. Und dann kann der andere noch so 4 Sekunden stehen und der kann dann runterfahren wie immer. Okay, der schießt den Himmel. Genau. Mhm. Was ich aber gut finde, ist, dass die Lunte aber so mittig ist. Hier, ne? Mir ist es wichtig und richtig, dass die Bedrohungen in den Blick genommen werden. Ja, ich glaube, der Rot ist aus, dass sich doch viele gehen noch weiter. Sie fordern, der Bambi muss weg, der Preis muss aberkannt werden. Ein Pferd oder ein Stürmer. Sehr gut im Kopf, vielleicht. Ja. So um 20 Uhr, wenn ich sage, boah, das Wasser ist schon fast alle, müssen die anderen eine Regiesitzung machen. Das ist bestimmt anstrengend, ich war da noch nie. Du hast jetzt den Text vom Ablauf her so. Wir haben gesagt, der müsste eigentlich kürzer sein. Danach wird alles, was einen Tag über produziert worden ist, in den TriCaster geladen. Das ist halt dieser, ja, das Sendewerkzeug, eigentlich im Prinzip der gesund geschrumpfte Ölwagen. Und ich gehe in die Maske und lasse mich ein bisschen ausfräsen für die Show. Also in Natura habe ich da total die Wolle, aber wer will sowas schon sehen? Ich glaube, das ist ja mit Ton auch gar nicht. Ja? Ich glaube, das ist auch mit Ton. Scheiß sein. Das ist eine namenlose Gesichtscreme. Genau. Okay. Da wird noch geschackert. Das funktioniert, alles klar. Wir können von mir aus. Gut, und dann ist es soweit, dann muss das ganze Produkt des Tages nur noch zusammengerührt werden und das dann einmal so zum Warmwerden und dann, je nach Tagesform und wie technisch anspruchsvoll die Sendung ist, 2 oder 3 Mal, dann haben wir es im Kasten. Oder 4 oder 5. Habe ich noch nie erlebt. Okay, Zeichen auf in 5, 4, 3, 2, 1 und bitte! Gewann man diesen Schläger töten? Gut ab. 2007 kaufte der Holzbrink-Konzern das deutsche Facebook-Gesichtsbuch StudiVZ. Unser Vorschlag haben wir Nummer 1. Es kommt nicht nur auf die Zahl der Plätze an. Das ist voll im Steinbruchfieber, der Mann. Gut ab. Lukas, was ist los? Ich weiß nicht, wie spät haben wir? Wir haben 20 nach 3 in der Nacht. Wir machen gerade die 46. Aufzeichnung.
genau, deswegen sage ich Bescheid. Also, dass die jetzt kommt, ist. Die bringen wir, glaube ich, in die Senderabwicklung mal direkt. Warm? Ja, warm. Kaum auszuhalten. Oh, Hammer, oder? Ist doch Hammer da drin. Nachher redet man noch, was heute, ob es irgendwo gehakt hat oder was besonders gut gelaufen ist oder haben wir schon eine Idee für morgen oder so. Jürgen, jetzt sag doch nochmal schnell, wie war die heutige Sendung? Super. War, glaube ich, beste Sendung, die wir je gemacht haben. Das wird sicher gleich wieder jemand kommentieren bei YouTube. Ja, aber ich glaube, morgen, das kann man jetzt schon sagen, wird die beste Sendung, die wir je gemacht haben.